Wir leben jetzt im Zeitalter der Reklame. So ein Reklamechef ist ein allmächtiges Wesen. Der schreibt der Menschheit vor, was sie zum Leben braucht. Er ist der Erfinder der herrlichen Schlagwörter. Umwälzende Entdeckung. Kein Mensch kann leben ohne. Jeder Mensch will doch leben, wenn es ihm noch so dreckig geht. Also her damit, bis dann die Leute draufkommen, dass sie ohne dem hätten auch leben können, hat der Mann so viel verkauft, dass es für ihn reicht. Wir sind aber selbst schuld. Ohne Ramtamtam kaufen wir nichts. In einer Zigarettenschachtel, da müssen Bildchen drin sein, Gutscheine und so weiter. Wenn dann noch ein paar Zigaretten auch drin sind, ist es kein Fehler. Ein Zigarettenfabrikant, der seine Ware nicht losbrachte, kam auf folgenden glänzenden Einfall. Er ließ auf die Schachtel drucken. Jedermann, der am Genuss dieser Zigarette stirbt, ist mit 3000 Mark versichert. Gerauft haben sie um diese Zigaretten. Jeder wollte auf diese leichte Art und Weise 3000 Mark verdienen. Vielen ist schlecht geworden, gestorben ist aber keiner. Der Reklame kann man nicht ausweichen. Wohin sich dein Blick auch wendet, sie verfolgt dich bei Tag und bei Nacht, sie dich blendet. Und fährst du aufs Land, um was Grünes zu sehen, siehst du rechts und links schöne Holzwände stehen, die schreien, sauf Weinbrand, friss Keks, putz mit Immi, ja, sie schreien sogar nah vom Himmel. Auf den Bahnhöfen kannst du vor lauter Reklame keine Station lesen. Ein Amerikaner, der gefragt wurde, was er in Deutschland alles gesehen hatte, antwortete, es seien gewesen in Chlorodont, in Leibniz-Keks, in Oberammergau und in Alpursa. Einmal verirrte ich mich im Wald. Ich war so müd und durstig und weit und breit kein Wegweiser. Endlich eine Tafel, Gottlob. Ich stürz mich hin, was steht drauf? Durstig? Dann Chapeso. Nachts kam ich heim, war meine Geldkassette aufgebrochen. Das Geld war heraus, drin lag ein Zettel. Nimm dir ein Bosch-Scheckkonto. Ich weiß heute noch nicht, waren das wirkliche Einbrecher oder war das nur ein origineller Reklametrick von der Post. Auch daheim in den eigenen vier Wänden bist du nicht vor Reklame sicher, wenn du einen Lautsprecher hast. Ahnungslos sitzt du da, auf einmal ertönt ein Gebrüll. Ata ist Ata, Persil bleibt Persil. Gut. Man kann den Lautsprecher abstellen, aber manchmal schießen sie aus dem Hinterhalt, wenn man gar nicht dran denkt. Da sang neulich ein Tenor, so lieb und so schmalzig weich. Es ist wieder Frühling, es grünt Baum und Strauch, und in meinem Herzen, da fühl ich es. Liebste, erhöre mein Flehen. Einmal, nur einmal, dann wirst du selbst einsehen. Einmal, nur einmal. Einmal, wenn Sie Schmalzmargarine von Fett und Riesel versucht, nehmen Sie kein anderes Fabrikat mehr. Darauf stiftete ich meinen Lautsprecher der Winterhilfe.